Servus Freunde und herzlich willkommen zum neuen Euroleague Stadion Vlog. Heute FC Bayern München gegen Fenerbahce Istanbul. Ich sag's euch Leute, ich freue mich so unfassbar sehr auf dieses Game heute, das wird so krass. Mir ist auch aufgefallen, ich habe schon so viele Videos in München gedreht, aber ich habe euch noch nie die Stadt gezeigt. Weil wir das noch nie gemacht haben, Leute, holen wir das jetzt mal nach. So Leute, hier seht ihr das Tor am Stachus. Ich sag's euch ehrlich, wenn ihr irgendwie ansatzweise Bock habt auf Frankfurt-Vibes, dann ist das der Place to be für euch. Ich als Münchner sag's nicht gerne, aber ja, der Stachus ist einfach nicht der beste Ort zum Chillen, ich sag's mal so. Hier seht ihr die Frauenkirche in München. Eine sehr, sehr schöne Kirche, auch von innen. Aber natürlich kann die Frauenkirche nicht mithalten, zum Beispiel mit der Sagrada Familia in Barcelona. Ich feiere es auch einfach mega, dass oben auf den Türmen diese Kuppeln sind. Sieht richtig königlich aus einfach. So Leute, und hier seht ihr schon das Rathaus in München am Marienplatz. Wirklich sieht echt anders schön aus gerade hier mit dem Licht, wie die Sonne drauf scheint. Kommt sehr, sehr fresh. Wir machen uns jetzt schon mal auf den Weg ins Stadion. In der App habe ich gelesen, dass man heute extra früh da sein soll. Aber wenn Polizei und alles noch am Start ist, macht es natürlich auch Sinn. So Leute, da sind schon die ersten Fenner-Fans. Die sehen auf jeden Fall nicht aus, als wären sie gut zu spaßen. Wir sind jetzt gleich da. Und was gibt's Schöneres als ein Sonnenuntergang und ein Euroleague-Abend? Let's go, Leute. Ich werde auf jeden Fall noch was Kurzes essen, Leute. Sonst packe ich das nachher gar nicht. So Leute, wir sind gleich an der Halle. Mit Devin Booker und Carson Edwards treffen auch zwei ehemalige Istanbul-Spieler auf ihr altes Team von der letzten Saison. Die beiden speziell werden auch bestimmt richtig motiviert sein gegen ihr Ex-Team. Und ihr habt es ja sicher alle mitbekommen, dass Bayern jetzt in der letzten Runde der Euroleague gegen Barcelona komplett auf die Fresse bekommen hat. Ich lese euch jetzt gleich mal vor, was Bayerns Trainer heute gesagt hat. Wenn du mit 40 verlierst, ist die Erklärung ganz einfach. Du hast gar nicht gespielt, wir haben nichts gemacht, wir wurden zerstört. Wenn der Trainer sowas sagt, dann wisst ihr auf jeden Fall, dass Kacke am Dampfen ist. Weil jetzt noch nichts los ist vor der Halle, checken wir mal hinter der Halle ab. Vielleicht können wir noch die Spielerbusse abfangen. Und Leute, wirklich, wer diesen Euroleague-Spieltag nicht abgecheckt hat, hat komplett was verpasst. Gönnt euch mal die Spiele. Partizan im Derby gegen Roter Stern Belgrad. Richtig geiles Game, Partizan hat gewonnen. Alba Berlin gegen Milano. Drei Weltmeister mit Thiemann, Vogtmann und Maodolo treffen aufeinander. Thiemann einfach ein neues Career-High gesetzt mit 20 Punkten. Und El Clásico, Real Madrid gegen Barca. Komplett krass, Leute. Und Olympiakos gegen FS. Auch ein geiles Game, aber FS hat da ein bisschen abgestunken. Und heute einfach FC Bayern München gegen Fenerbahce. Wie geil ist es bitte? Für die treuen Zuschauer unter euch, wenn ihr euch erinnert, mein allererstes Video war damals auch FC Bayern München gegen Fenerbahce. Heute ist echt ein bisschen nostalgisch für mich, deswegen danke wirklich an jeden Einzelnen von euch, der hier supportet, liked, teilt und das Ganze unterstützt. Und ich bin wirklich noch lange nicht fertig, also wenn ihr denkt, es war schon alles so, Leute, wir sind erst am Anfang. Ich sag's euch wirklich. Lasst ein Abo da. Ich bin da für euch hier in den Hallen. Ihr vom Bildschirm. Wir können was bewegen, Mann. Ich sag's euch. So, Leute, da sind die Bayern-Jungs. Let's go. Servus, Isaac. Good game, Devin. So, Leute, da ist der Fennerbus. Direkt mit Polizei am Start. Da kommen die Fenner-Jungs. Can we take a picture? Can we take a picture? Thank you. Alter Leute, was eine Euroleague-Legende wirklich. Digga Leute, ich bin so gehypt. Let's go. Danke. So Leute, let's go. Alter Leute, da seht ihr, heute geht's richtig ab, Mann. So Leute, wir sind in der Halle. Wir gehen jetzt erstmal zu den Plätzen und dann schauen wir weiter. Hier bei F sind wir heute. So Leute, unsere Plätze sind bei F4, Reihe 2, Platz 5. Schaut euch an. Das sind unsere Plätze heute. Wir sind ein bisschen weiter weg vom Feld, aber haben eine sehr gute Aufnahme. Also das sollte auf jeden Fall passen. Jedes Mal, wenn Bayern gegen Teams spielt, die eine krasse Fanbase haben, man sieht gefühlt nur Auswärtsteam-Fans. Ich habe bisher 3 Bayern-Trikots gesehen und der Rest nur Fenerbahce. Es ist echt heftig. Servus, was sagt ihr Jungs? Wie geht das Spiel heute aus? 100-90 für Fenne, also ganz knapp. Was sagst du? Ich sag 96-84 für Fenne. Okay, danke Jungs. Viel Spaß euch. Da machen sich die Fenner-Fans schon mal ein bisschen warm. Und hier, ihr seht auch Leute, überall. Ich sag's euch, diese ganze Seite hier wird voll sein mit Fenner-Fans. Wir schauen auch nochmal auf die Tabelle. Fenerbahce ist auf Platz 4, Bayern auf Platz 10. Bayern hat aus 4 Spielen 2 Siege und 2 Niederlagen.
Fenerbahce 3 Siege und eine Niederlage. Wird auf jeden Fall spannend heute. Mein Tipp ist, dass Bayern heute gewinnen wird. Da seht ihr schon, Scotty Wilbekin macht sich warm. Ich bin heute richtig gespannt, was er aufs Parkett bringen wird. Servus, was sagst du, wie geht das Spiel aus? 91-89 für Bayern. Bayern gewinnt, aber knapp. Ich sag, mit 7 Punkten gewinnt Bayern. 107-99. 107-99? Jawohl. Okay, Jungs, danke euch. Alter! Hier, Ex-Fenerbahce-Spieler Nummer 1. Ex-Fenerbahce-Spieler Nummer 2. Jetzt geht's gleich los. 6 Minuten noch. Die Bocker! Die Fenerbahce haben so Bock! Auf geht's, let's go! Direkt ein Foul, perfekt. Ihr könnt davon ausgehen, dass es das ganze Spiel nur Gepfeife gibt. Nur Gepfeife gegen Bayern. Guter Pass und Bang Bang. An die Ob! Jetzt 6 Minuten gespielt. 13-10 für Bayern. Geiles Spiel bisher. Raus auf Almaro. Oh! Oh shit! Oh fuck, Jungs! Digga, oh Mann! Fuck, Digga, hätte er den getroffen, Alter! Shit! Edwards mit Range. Yes! Die Fans singen wirklich unermüdet die ganze Zeit durch. Die kennen gar keine Pause. Letzter Angriff, mal schauen. Wilbekin, was macht der? Oh, tief. Oh! 2 Sekunden noch. Alter, Leute! Was ein erstes Viertel! 2019 für Bayern. Leute, das wird so ein geiles Game. Lasst ein kostenloses Abo da. Weiter geht's. Gute die. Oh nein. Timeout Bayern. Da merkt man's, Leute. 1-2 Fehler, direkt 4-5 Punkte hinten. Bang, bang, der ist drin. Let's go! Oh! Shit! Aua! My friends, you let him cook. Good pass. Oh, wide open. Yes! Richtig! Wilbekin spielt wirklich mit Edwards. Das ist krass. Aua. Aua. Fuck. Digga. Scotty Wilbekin macht mit Edwards, was er will. Crazy. Extra Pass. Ich muss echt sagen, Fenerbahce sehr heiß vom Dreier. Kaladossi. Gut. Was? T gegen Andi, Digga. Nein. Hoffentlich treffen sie den Freiwurf nicht. Ja, Junge. Richtig. Leute, es fühlt sich einfach an wie ein Auswärtsspiel. In der Euroleague, wenn irgendein Team mit krassen Fans hier ist, einfach auswärts. Und jetzt stellt euch mal vor, ich bin regelmäßig in Europa, in Belgrad. Zack, zack, überall. Oh, bessere die! Ganz stark!
Und dann macht er trotzdem das N1. Alter, wie madig. So, 2 Sekunden. 38:41. Halbzeit. Was eine erste Halbzeit, wirklich crazy. Im ersten Viertel, beide Teams richtig stark gewesen. Beide sind richtig gut reingekommen. Zweites Viertel war ein bisschen besser von Fenerbahce. Aber ja, Bayern ist dann auch wieder gut zurückgekommen. Ja, das Spiel hat Potenzial und wirklich, die türkischen Fans machen so Bock. Ich freue mich so heftig auf Partizan, wenn ich das so sehe und einfach diese Atmosphäre spüre. Merkt euch bitte den Termin, 19.11. oder 15.11., ich weiß nicht. Ich blende euch hier ein, das wird crazy. Scotty Wilbekin, er macht mit Edwards, was er will, wirklich. Er tanzt mit ihm einfach. Aber ich bin gespannt, was jetzt in der zweiten Halbzeit passiert. Das Spiel ist ausgeglichen, beide Teams haben Chance zu gewinnen. Wenn euch Videos wie solche gefallen, dann lasst ein Abo da. Jetzt bald kommen richtig geile Spiele auf euch zu mit Partizan. Das wird krass, ich sag's euch. Ich kann's nicht oft genug betonen. Dann sehen wir uns im dritten Viertel. Peace. Oh, gut. Oh, let's go. Ganz stark von Ibaka. Die Penner-Fans haben mir was vorbereitet. Was steht da? Overpriced-Ticket. 32 Euro. San mir im Puff. Hey Junge, let's go. Muss ich leider sagen, kann ich ein bisschen relaten. Die Tickets bei Bayern sind echt nicht günstig, leider. Eagle Hayes gegen Andi Obst. Gute Idee, Andi. Oh! Get out of here, man! Benner war schon mit einem vorne. Goal, N1. Nee, zählt nicht. Zählt nicht, zählt nicht. Ich habe gerade überprüft, ob das Foul vor dem Wurf war oder danach. Der Korb zählt, N1. Madig. Salah ist Floater, too easy. Madig. 4 Punkte Führung. Alter, Leute. Die werden so ausgepfiffen. Er macht, was er will. Schaut euch an. Edwards kommt nicht hinterher, Alter. Boah, scharf. Scharf. Oh. Guter Pass. Ja, Junge. Let's go. So, Wilbekin gegen Edwards. Oh, Alter. Oh, schon wieder. Cross. Oh. Timeout Bayern. Wilbekin macht, was er will mit Edwards. Wirklich, er macht, was er will mit ihm. Es juckt ihn nicht. Junge! Das geht auf! Digga! Schau! Crazy, Leute! Krass! Digga, Bayern muss sich echt dranhalten. Easy. Oh, gut, Lisa. Aua. Junge, jetzt kassiert ihr noch einen Ankle-Breaker, oder was? Oh, Edwards wird wirklich gekillt. Überall. Alles Fenerbahce-Fans. Wilbekin ist bisher mit 17 Punkten Topscorer. Und meilenweit keiner hinter ihm. Der nächste ist bei Bayern Francisco mit 11. Boah, tief. Oh, shit. Junge, let's go, Nick. Bang, bang, bang. Isak ist am Arsch. Der will einfach nur noch ins Bett. Gut, Freddy. Oh ja, Junge Ibaka! Edwards! Let's go! Papayan ist mit seinem 15. Foul! Raus mit dir! Das könnte sehr wichtig werden jetzt. Ja, Junge, let's go, Ibaka! Oh! Aber war ein Foul. Madig. Wieder 7 Punkte. Ja.
Es ist jetzt ungefähr noch eine Minute zu spielen. Digga, das Game ist so tough. 5 Punkte Führung für Fenerbahce. Bayern muss jetzt Punkte machen. Muss. Lasst jetzt schon mal ein Abo da. Das Game und der Vlog wird geisteskrank, Leute. Es hat so Spaß gemacht heute. Egal wie das Game ausgeht. Es hat anders Bock gemacht. Bayern muss jetzt scoren. Andi, wichtig. Oh! Oh! Isaac, dribbel, post up, fade away, oh, pass ihn doch, Bro, viel zu schwer, Wilbekin gegen Nick Malabeb, was macht er, kommt ins Screen, nimmt den Dreier, Pass, and one! Kommt zu Madik! Digga! Madik, Leute, Mann, ich glaube, das Spiel ist durch. Leider. Digga, Leute, es fuckt so ab. Das Game war so nice und jetzt am Schluss. Unsportliches Foul, Bayern kriegt Freiwürfe vom Ball. Oh, Leute, Mann, vielleicht wird es doch noch spannend. Digga, was geht ab? Jetzt ein schneller Dreier, Leute, dann raste ich aus. Digga, schmeißt einfach den Ball weg. Und die jubeln. Letztes Jahr singen die Fener-Fans auf Wiedersehen. Madik, Leute, Madik. Was ein Game, wirklich. Was ein Game. Es war echt richtig spannend die meiste Zeit. Im dritten Viertel ist Bayern dann ein bisschen am Schwächeln gewesen. Am Ende Isak 2 Fehlentscheidungen getroffen. 2-mal keine Punkte gemacht, die wichtig gewesen wären. Ja, und dann, wenn du gegen Fenerbahce spielst, so. Die machen das dann abgezockt und abgeklärt. Ja, schade. War ein geiles Game. Wilbekin ist mit 17 Punkten Topscorer. War ein richtig starkes Spiel von ihm. Es gibt noch genug Spiele. Every game matters. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da und schreibt einen Kommentar. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Peace.